Du, servus Lütze. Servus. Wie schaut für dich die optimale Disco-Nacht aus? Das ist relativ schwierig. Also die optimale Disco-Nacht für mich fängt auf jeden Fall mit einem dezenten Warm-up an. Und dass man dann auf jeden Fall schon relativ massiv im Laden halt einläuft irgendwie mit vielen Freunden. Am besten eigentlich nur Freunde. Am besten noch in einem Laden von einem meiner Freunde. Und am besten noch mit Türen zu, sodass uns überhaupt kein anderer drin ist, weil unsere optimale Disco-Nacht, die kann man, glaube ich, auch nur vor verschlossenen Türen oder hinter verschlossenen Türen eigentlich abreißen irgendwie. Und auf jeden Fall auch sehr lang. Also sehr lang. Und naja, ich glaube, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil, naja, ich weiß nicht, wie es so mit Zensur ist und sowas. Und ist auf jeden Fall sonst nicht weiter medienfähig. Also wäre es dann eigentlich so. Irgendwie mehr geht da, glaube ich, nicht. Alles klar, danke dir. Alles klar, ey. Tschüss.